Der Forschungsreaktor BR-2 dient der Wissenschaft als Neutronenquelle. Wissenschaftler aller Fachrichtungen nutzen ihn. Zum Beispiel in der Solarforschung, der medizinischen Forschung und bei der Entwicklung neuer Werkstoffe. BR-2 ist kein Kernkraftwerk. Er dient nicht der Stromerzeugung und seine Leistung ist gering. Zentraler Bestandteil ist der Reaktorkern. Er befindet sich in einem 10 Meter tiefen Wasserbecken, das von einer dicken Betonwand umschlossen wird. Die Brennstäbe im Reaktorkern enthalten ca. 6 Kilogramm spaltbares Uran. Davon werden etwa 2,5 Kilo pro Jahr verbraucht. Zum Vergleich, ein Kernkraftwerk verbraucht pro Jahr 1,5 Tonnen Uran. Über den Brennstäben hängen die Steuerstäbe. Mit ihnen kann man die Kettenreaktion jederzeit stoppen. Die Steuerstäbe hängen an Elektromagneten. Bei Stromausfall lassen die Magneten automatisch los und die Kettenreaktion wird unterbrochen. Die restliche Wärme wird ohne Pumpen abgeführt, ganz ohne Strom. Eine Kernschmelze ist damit ausgeschlossen. 1991 wurde BR-2 komplett modernisiert und auch den Stresstest hat er problemlos bestanden. Alle Systeme und auch die Strahlungswerte werden ständig überwacht. Über dem Reaktor herrscht Flugverbot. Nur eine große Maschine könnte BR-2 so beschädigen, dass Radioaktivität nach außen tritt und auch nur, wenn ganz bestimmte Punkte der Anlage getroffen würden. Ein solches Szenario ist sehr unwahrscheinlich. Im schlimmsten Fall müsste eine Zone von bis zu 2,5 Kilometern für etwa 3 Monate evakuiert werden. Mehr Informationen gibt es unter www.helmholtz-berlin.de.